Ja, und noch eine zweite Modverstellung, dazu herzlich willkommen. Ja, hier mit den ganzen Eigenbaugewichten, 1600 Kilo in zwei Farben, in Schwarz und in Fendgrün, will ich mal behaupten. Kommt ziemlich gut hin. Schauen wir uns gleich mal im Shop an unter Gewichte und ein sehr schönes Logo hier beim schwarzen Gewicht. Warum das Grüne jetzt so gestockt ist, so verzerrt vom Bild her, vom Format, vom Bildverhältnis, frage ich mich jetzt gerade. Preis sind bei 1250 Euro. Keine Beschreibung, das Janssen-Logo ist auch ein bisschen verzerrt. Das Bild rechts ist super, auf der linken Seite gefällt mir nicht so gut. Der Mod ist an sich fehlerfrei, was bei Gewichten hoffentlich nicht so schwer sein dürfte, aber es kommt natürlich auch vor. Vielleicht kann man froh sein, dass die fehlerfrei sind. Perfekt. Ja, und was wir hier optisch sehen, Freunde, überzeugt mich schon sehr. Also, das ist Qualität, wie sie sein muss, finde ich. Das ist super modelliert, das Ding. Tolle Textur drauf, minimale Farbunterschiede. Ansonsten sehr, sehr geil. Ich weiß nicht, ob das vorne das Lichter sind. Auch das Design ist richtig geil, richtig bullig sieht das aus. 1600 Kilo ist ein ordentliches Gewicht. Was nicht ganz passt, sind hier gleich mal die Punkte zum Ankuppeln. Hier haben wir keine Kugeln dran, beziehungsweise wir haben diese Fangteller dran, die Fanghaken, aber die sind auch nicht ganz gut platziert. Also das ist noch so ein bisschen das Problem bei den Janssen-Gewichten, bei dem ersten und bei dem zweiten schon gewesen. Bei anderen Gewichten ist das perfekt angekuppelt. Ansonsten sieht super aus. Das hier hat, man sieht halt hier weniger Struktur, beim Grün umso mehr. Unglaublich hohe Auflösung, guck dich das mal an hier. Wahnsinn! Unglaublich, also echt schon mal gleich 5 Sterne, absolut. Gar kein Problem, diese kleinen Fehlerchen mit den Fanghaken, dass sie nicht ganz platzierbar sind. Das hoffe ich mal, kommt in der Version 2.0 oder in der V1.1. Denn das Zeug hätten sie dazu auf jeden Fall. 5 Runde als Kosten, falls ich es vergessen habe zu sagen. Und jetzt schaue ich mal, nee, es gibt hier keine Lichtfunktion. Ich hätte schon gedacht, das würde auch noch ein Licht haben. Das wäre extrem geil gewesen. Ja, wir sehen es, wir können das Ding extrem weit senken. Das finde ich sehr positiv. Das liegt aber, glaube ich, auch am Traktor. Und zwar geht es wirklich vom Boden hier bis schön weit hoch. Und das, finde ich, ist das, was ein Gewicht ausmacht. Dass es schön weit runter geht beim Absenken und auch wirklich relativ weit hoch, damit es nicht stört. Und das ist hier bei beiden Traktoren gut möglich. Wie gesagt, kann auch an den Traktoren liegen, aber auch die Gewichte spielen eine Rolle, wie breit, wie hoch sie sind, damit man das wirklich absenken kann. Ja, und hier funktioniert das einmal frei. Und 1600 Kilo sieht man auf definitiv an. Ist ein ordentlicher Brocken. Kann man für Anhänger nehmen, für schweres Gerät hinten zum Aufsatteln, mal eine Sämaschine oder so, einen Amazone D9 mit Rabe Kombination, also mit Kreiselegge per Hitch anzuheben. Für alles mögliche. Tolle Sache, finde ich. Dafür gibt es echt 5 Sterne, weil es ein richtig geiles Gewicht ist. Ich hoffe, der kleine Bug mit dem Punkt, wo er angekuppelt wird, bei den Fanghaken, Fangtellern, wird noch verbessert, dass die wirklich genau sitzen. Bis auf das finde ich nichts, was ich kritisieren könnte. Sehr guter Mod. Danke an Janssen Modding bzw. 8600 E-Power für diesen tollen Mod. Jo, ist quasi seine eigene Marke, die er hier hat, weil er, glaube ich, selbst mit Nachnamen Janssen heißt. Janssen Modding eben. Kann man überhaupt nichts sagen. Wunderschöne Gewichte, traumhaft. Vielen Dank dafür. Macht's gut. Servus.